Nicht einmal der Regen konnte die Vespa-Fans des Brugger Vespa Club abhalten, zum Clubtreffen auf dem Brugger Hauptplatz zu kommen. Immerhin geht es ja um das bevorstehende Vespa-Treffen. Am 22. Juli ist es soweit. Wie laufen die Vorbereitungen? Das schaut ganz gut aus. Wir haben schon eine gute Anteilnahme. Wir erwarten da 400-500 Vespa-Fahrer in Brugg. Wir haben ein tolles Rahmenprogramm. Wir haben auch eine Benefizgeschichte dabei für Kinder mit Behinderung, Bios-Institut Brugg-Mur. Wir haben eine tolle Ausfahrt und wir haben eine Fahrzeugsegnung. Also wirklich ein ganz liebes Programm. Der Brugger Hauptplatz ist ja ideal für Veranstaltungen. In Brugg passt einfach durch den schönen Hauptplatz auch das Ambiente, wenn wir da den Eisernen Brunnen hernehmen oder das Kornmesserhaus. Und wie gesagt, der wunderschöne Hauptplatz, das passt so gut zur Vespa. Und Brugg und Vespa, das ist eine gute Einheit. Der Brugger Vespa Club ist ja noch sehr jung, aber schon sehr aktiv. Seit circa 2 Monaten gibt es einen Vespa Club in Brugg an der Mur. Wir haben derzeit 40 Mitglieder. Und hoffen natürlich, dass wir beim zweiten Brugger Vespa-Treffen am 22. Juli weitere Mitglieder noch gewinnen können. Was sind die Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft? Ja, die Voraussetzungen sind, wie schon der Name das sagt, dass man eine Vespa hat, dass man begeisterter Vespa-Fahrer ist und dass man vielleicht bei dem einen oder anderen Treffen mitfährt. Wir haben gesagt, wir werden alle 2 Monate einen Clubabend machen und in den verschiedenen Locations in der Stadt Brugg an der Mur. Wir werden die Lokale natürlich wechseln, weil ja auch viele Lokalbesitzer Mitglieder im Vespa-Verein sind. Jeder ist herzlich willkommen. Es sind auch Vespa-Fahrerinnen bereits beim Club. Darunter auch Eva Scheriau. Sie besitzt eine knallrote und ist damit nicht zu übersehen. Ich habe die Vespa erst, die hat erst 160 Kilometer. Ganz kurz fahre ich die erst, obwohl ich schon seit 1968 meinen Führerschein gemacht habe. Und Vespa fahren ist halt Genuss, überhaupt bei diesem Wetter jetzt. Also ich finde es toll. Auch Gäste sind herzlich willkommen. Mein Name ist Gerhard Katzter, ich komme aus Wien, bin extra mit dem Zug heute zum Vespa-Treffen angereist und weil mir das einfach sehr gut gefällt. Ich habe eine SIM und bin aber trotzdem hier aufgenommen worden und es gefällt mir eben sehr gut. Und vielleicht schon mit einer Vespa beim Brugger Vespa-Treffen am 22. Juli 2017. Der Countdown läuft.